In knapp einem Monat ist es wieder soweit. Das grösste Metal-slash-Punk-Festival der Schweiz fährt wieder auf, hier auf dem Flugplatz in Interlaken. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, was uns musikalisch an diesen Tag geboten wird. Aber vorher ein paar Eckdaten. Eine 15. Ausgabe von Greenfield sind insgesamt 41 Bands auf dem Programm. In 3 Tagen wird es hier auf 2 Bühnen wieder richtig laut im Berner Oberland. Neben dem altbekannten wie Mittelaltermärit gibt es auch noch 2 Neuerungen. Camping Claims, das ist ein Abtrennsareal hinter der Partyzone, und die Car Tent, das sind so Kartonzelte für 2 Personen, optional mit Luftmatratze und Schlafsack. Für Öko-Fans genau das Richtige. Und endlich gibt es mit Rugenbräu und ein lokales Bier. Preislich sind wir beim 3-Tages-Pass bei 218 Stutz und 170 Stutz beim 2-Tages-Pass. Für mehr Komfort und Extras gibt es natürlich auch wieder die Member-VIP-Tickets. Die starten bei 370 respektive 290 Stutz. Aber kommen wir zum Thema von diesem Video, die Bands. Slipknot, eine der wohl erfolgreichsten und mysteriösesten Bands von diesem Line-Up. Ob sie im Ruf der mächtigsten Liveband der Welt gerecht werden, das wird sich zeigen hier im Oberland. Die Toten Hosen super exklusiv und die einzige Schweizer Show. Die Hosen kommen nach ihrem Headliner-Auftritt vor 15 Jahren wieder zurück hier ins Greenfield. Sabaton. Die Schweden werden sich hier im Hangar hinter uns wohl so richtig wohlfühlen. Power Metal mit kriegsthematischen Lyrics und viel Pyrotechnik wird uns hier versprochen. Mit neuem Album sind Amon Amarth vom Start. Wer die Schweden schon mal live gesehen hat, der weiss, dass Neuzeit-Wikinger wissen, wie man eine gute Stimmung macht. Sozialpolitisch geht es mit Dropkick Murphys zur Sache. Volkige Melodien und stimmige Refrains erwarten uns. Elevati haben frisch vom Presswerk ein neues Album mit im Gepäck. Und wenn es so gut live funktioniert wie auf der Scheibe, dann erwartet uns hier ein echtes Highlight. Wer die Ex-Mitglieder Anna, Ivo und Merlin vermisst, der sollte bei Cellar Darling vorbeischauen. Auch sie spielen am diesjährigen Festival und auch sie haben ein neues Album im Gepäck. Auch keine andere Band hat die Musikszene so prägt wie Papa Roach. Dann wird es wohl unmöglich sein, hier nicht mitsingen beim einen oder anderen Song. Und ich bin vor allem gespannt, ob sie mit den Jugenderinnerungen mithalten können. Within Temptation, ein bisschen Symphonik darf natürlich auch nicht fehlen. Und da kann man mit den Niederländern nicht viel falsch machen. Optisch wird einem viel geboten, aber auch die neuen Songs vom kürzlich erschienenen Album Resist. Da kann man auch kaum widerstehen. Behemoth, ein bisschen Blasphemie schadet nie oder so. Black Metal, provokant, teuflische Riffs, was will man mehr? Kein Kindergeburtstag bekommen bei Lamb of God. Brachialer Death Thrash Sound, grossartig live, und ich bin sehr gespannt, ob sie auch auf der Open-Air-Bühne so überzeugen wie im Club. At the Gates, 1996 haben sie sich aufgelöst, 2008 wieder zusammengefunden und seither steht wieder Melodic Death nach Göteborger Art auf der Speiskarte. Die Shows von Soldatio Mortis sind immer ein Garant für tolle Stimmung. Mittelalter Rock at its best. Die Eskimo Callboys sind epileptische Anfälle garantiert. Für mich ist ein hoher Chorgemetzel nichts, aber wem es gefällt. Beartooth bringen uns Melodic Hardcore aus Ohio. Noch nie gesehen, aber dennoch interessant, und mal schauen. Nicht verschlafen sollte der Auftritt von While She Sleeps. Fans von Bands wie Architects oder Parkway Drive werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Auch hier gibt es wieder neues Material vom Album, das dieses Jahr erschienen ist. Gfellertak, oder wie man das so immer ausspricht, machen einen fröhlichen Mix aus Rock'n'Roll, Punk und Metal. Noch nie gesehen, tönen aber sehr interessant, und die wollten wir auf jeden Fall anschauen. Es sind Skandinavier und die sind ein Garant für geilen Sound. Zebrahead, super sympathische Jungs und Punk in your face. Wenn ihr einen Stimmungsaufhauer braucht, dann ist das Quintett aus Kalifornien genau das Richtige für euch. Amaranti, wir lieben sie oder wir hassen sie, die Band. Machen live ziemlich Spass, und die 3 Sänger sind eine sehr spezielle Aufstellung. Wer sich vom poppigen Sound nicht stören lässt, sollte sich der Auftritt auf jeden Fall geben. Powertrip. Bis jetzt ist der Thrash ein bisschen vernachlässigt worden, aber hier wird unser energiegeladener Reis garantiert. Auch garantiert ist, dass ich jetzt mit den schlechten Wortwitz aufhören.
Helvetica, die Gewinner vom Greenfield Foundation Band Contest. Eine der wohl besten modernen Thrash-Metal-Bands aus der Schweiz. Verpassen das auf gar keinen Fall. Doch so richtig schweizerisch wird es nur bei den Alphornbläsern. Die sind natürlich auch wieder mit vor Partie. Ihre legendäre Mischung aus Oldschool, Folk, Folk und leichten Death- und Doom-Einfluss machen es wirklich sehr schwer, hier nicht in einen Moschpitz zu geraten. Außerdem mit dabei haben wir Feine Sahne Fischfilet, das ist deutscher Punk, Frank Turner and the Sleeping Souls, Folk-Punk, Millencolin, das ist Skate-Punk oder einfach Punk, Hailstorm Rock aus den Staaten, Me First and the Gimme Gimmes, das ist Punk-Rock, Graveyard schwedischer Retro-Rock und ich wette, die haben im Merchstand auch noch Kassettli. Die Amity Affliction Hardcore aus Down Under, Tesseract, Gent oder experimentelle Metal oder No Ace, 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 No Ace, No, No Ace. Underoath, das ist Emo, Rock, Metal. Our Last Night, ich gehe jetzt mal davon aus, die spielen am Samstag und machen Post-Hardcore-Pop, so etwas in die Richtung. Sonderschule, das klingt nach deutschem Punk und ja, das ist so. Hämatom, neue deutsche Härte aus, ja, Deutschland. The Baboon Show, schwedischer Punkrock mit einer sehr markanten Stimme. State Champs, New Generation Pop-Punk. Wer schon mit der alten Generation nichts hat wissen anzufangen, für den ist das auch nichts. Montreal, dort nach Kanada, falsch, deutscher Punk. The Peacocks, Rockabilly-Fans dürften hier ganz klar ihr Highlight erleben. Und natürlich darf ein bisschen Musik aus der Schweiz nicht fehlen. Aber keine Angst, der Blick der kommt nicht. Da haben wir zum Beispiel Chelsea Deadbeat Combo. Das ist Hardcore-Punk. Kane Hill, neue Nu-Metal. Dann sehr groovig und interessant. Mal reinschauen. Und Almost Human, also so wie Greenfield-Besucher nach einer durchzechten Nacht. Die machen so ein bisschen Doom-Metal, ein bisschen in die Richtung. Das wär's gesehen mit den Bands für das 2019 Greenfield. Was wollt ihr euch unbedingt anschauen? Was solltet ihr auf keinen Fall verpassen? Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu teilen, like, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.